So, jetzt in die Entsorgungshalle. Das dauert. Komm, wir gehen an die frische Luft. Und das war die verschlossene Tür, in der wir nicht reingekommen, sind. Wir können jetzt theoretisch wieder in die Stadt, aber wer will denn das nun? Ganz ehrlich, wer will das so? Lass mal den Fahrstuhl nach oben fahren, damit wir an die Schaltzentrale kommen. An dieses Dings da. Damit Punkte zugeschrieben werden sollen, müssen wir das richtig einordnen. Entsorgen. Warte, ist das schon drin? Fangen wir mit Schwermetall an. Was haben wir hier? Kupfer 1-2 Oxid. Richtig. Also wenn kein Alarm kommt, dann ist es richtig. Aluminiumgrieß. Aluminium. Anscheinend ist das auch richtig. Ja, bis wir alles außer das Pulver haben. Bei Experimentieren müssen wir nicht. Wir sollen ja nur rechnen. Abwasser. Ja, und das, die einzelnen Container öffnen sich jeweils an dieser Zentrale. Abwasser. Aber nicht das Parfüm. Parfüm gehört nicht ins Abwasser. Reinswasser. Und jetzt Zitronenwasser, Zitronensaft.
Das wird ja verdünnt im Abwasser. Biomüll. Jetzt haben wir ja noch die Pflanze. Jetzt kommt Glasbruch. Oh, Glasbruch. Und das ist. Und das jeweils so angeordnet, wie es auch hier im Raum steht. Also das ist ganz schlau gelöst. Wäre es andersrum, wäre es katastrophal. Da müsste man hier jedes Mal suchen, wo das ist. Obwohl hier das Lämpchen blinkt, ist unnötig. Unnötiges Chaos. Glasbruch, hier ist doch. Und hier die Perlen. Perlen, Perlen, Perlen. So. Gasflaschen. Jetzt kommt hier diese Flasche da rein, die CO2-Flasche. Anorganische Feststoffe. Alles, wo kein Kohlenstoff drin ist, wie ich das so verstehe. Sand. Das kann man ja schlecht verbrennen, oder? Dass da irgendwie Kohlenstoff in der Verbindung ist. Calciumcarbonat. Auch richtig. Brandkalk. Ja, auch richtig. Soda. Kochsalz. Auch richtig. Dann haben wir jetzt nur noch hier das Zeugs da und hier Silbernitratlösung. Wir haben keine Feststoffe mehr im Inventar. Organische Lösemittel, halogenfrei. Ja, das ist richtig. Weil da sind normalerweise keine Halogene drin. Gut, dass ich das alles mitgenommen habe. Da kriegst du sehr viele Punkte. Oh. Ja, da bist du nicht aufgepasst. Methanol ist es auch? Ja, ist auch frei.
kann ja mal passieren, dass man... Oh, Buttersäule. Ach, das war dumm. Auf gut Glück. Aber das hat doch kein Halogen, ja. Habe es richtig gesehen und wir haben dreimal Falschgarten. Ja, dann haben wir jetzt nur das Pulver und den Chip. Den Chip entferne ich jetzt gleich. Und jetzt bei Anhang, bei Anhang könnte man das jetzt hier bei Entsorgungsplan erfahren, wie man das macht. Theoretisch. Ja. Nur mal zur Info. So, dann machen wir, dass wir zu den Geräten kommen in der Analyse. Ah ja, die Karte brauche ich noch. Danke. Jetzt fühle ich mich auch leichter, ohne dieses schwere Gepäck. Ja. So. Analysezentrum.